Willkommen bei Probably Nothing, den IOTA und Schimmer News für den ganzen November. Wir holen langsam auf. Am 1. November hat Zebra ein Video zur Verfügung gestellt von der Zebra DevCon 2023 mit dem Titel Building Digital Product. Das ganze Video ist im Prinzip eine Erklärung, wie IOTA und Schimmer funktioniert. Dazu gibt es auch eine Präsentation. Super gemacht von Zebra. Am gleichen Tag kam ein Blogartikel über IOTA 2.0 raus. Finality explained how Node sync the ledger. Erklärt die Funktionsweise von Slot-Commitment-Ketten im IOTA 2.0 Netzwerk. Diese Ketten sind entscheidend für den Konsens und die Synchronisierung des verteilten Ledgers. Jeder Block beinhaltet den kryptografischen Commitment zu einem bestimmten Zeitintervall, genannt Slot. Diese Slot-Commitments bilden eine Kette, die sicherstellt, dass die Knoten über akzeptierte Daten übereinstimmen und helfen bei der dynamischen Verfügbarkeit und der Auflösung von Forks. Slot-Commitments dienen als Checkpoints, um die verschiedenen Ledger-Aufzeichnungen der Knoten zu synchronisieren. Sie ermöglichen auch die Komprimierung der Daten in lokalen Snapshots und das Entfernen unnötiger Informationen. Die Slot-Commitment-Ketten enthalten wichtige Informationen über Slots, einschließlich akzeptierte Blöcke und Transaktionen und verbinden sich mit dem vorherigen Slot-Commitment, um eine verkettete Sequenz zu bilden. Die Slot-Commitments sind entscheidend, um einen Konsens über akzeptierte Daten bis zum Ende eines bestimmten Slots zu erzielen. Dies ermöglicht es Knoten, ihre Ledger zu synchronisieren, indem sie lokale Versionen des Ledgers miteinander vergleichen. Der Blogbeitrag geht tiefer in die Struktur von Slot-Commitments ein und erklärt, wie sie generiert werden und warum sie für das IOTA 2.0 Netzwerk notwendig sind. Kuwei hat auf SonarWatch eine Anfrage gestartet für die Integration von Shimmer auf deren Webseite. SonarWatch ist ein Portfolio-Management-Tool auf Solana. Bis heute haben sich nur 92 Mitglieder gemeldet. Das Voting ist immer noch offen. Wer noch nicht gevotet hat, Link findet ihr in der Beschreibung. Billy Sanders erklärt in einem 12-minütigen Video, wie IOTA 2.0 funktioniert. Wer die Blogbeiträge liest, wird hier nichts Neues erfahren. In der Serie über die Welt von Nakama teilt Eli, ein Mitglied des Teams, seine Erfahrungen und Gedanken zum Design vom Web3-Bereich. Er sieht Web3 als eine kreative Herausforderung, die neue ethische und ästhetische Ansätze in der Kommunikation erfordert. Für Eli ist Design im Web3 eine Möglichkeit, seine vergangenen Erfahrungen und Visionen zu nutzen, um innovative Formen zu schaffen und dynamische Kommunikation zu fördern. Das Konzept von Nakama ist Offenheit, Freundschaft und Respekt. Eli diskutiert die Herausforderungen im Design und wie er sich in eine Vielzahl von Einflüssen stützt, von Caravaggio bis zu moderner Kunst, um die Grenzen der Kreativität zu erweitern. Er hält Konsistenz für wichtiger als Kreativität und strebt nach Einfachheit in seiner Arbeit, um in der lauten und anspruchsvollen Welt des Designs Bestand zu haben. Auf der Cardano Summit 2023 in Dubai hat Dom IOTA erklärt. Dazu gibt es einen kleinen Einblick. Das Ganze kann man auch als Video angucken. Lendex schließt sich dem Chainlink-Build-Programm an, um die Entwicklung seines Ökosystems und die Adoption von unterbesicherten, kettenübergreifenden Krediten zu beschleunigen. Dies erfolgt durch die Integration von Chainlinks Oracle-Diensten und technische Unterstützung. Lendex, bereits ein aktiver Nutzer von Chainlink-Diensten, wird durch die Teilnahme am Build bevorzugten Support erhalten und engere Verbindungen zur Chainlink-Community aufbauen. Im Gegenzug verpflichtet sich Lendex, Netzwerkgebühren und andere Vorteile an Chainlink zu leisten. Das Protokoll von Lendex fokussiert auf innovative DeFi-Kreditmodelle und strebt danach, durch die Integration von Chainlink-Technologien wie CCIP und Data Feeds die DeFi-Landschaft zu bereichern. Chainlink hat das gleiche auf seinem X-Profil mit über 1 Million Followern gepostet. Der IOTA-Blogpost mit dem Titel Understanding Congestion Control aus Oktober war ein Gästebeitrag auf CoinMarketCap. Spopel hat auf X was Spannendes in der Uni von Kassel gefunden. Die Shimmer-Node wurde im Projekt Smart Home benutzt. Sicherlich wurde darauf gleich ein Diplom mit Summa Cum Laude verliehen. Zwinker. Potluck Protocol hat auf YouTube ein Video über die Shimmer DeFi gemacht mit einem Quickstart. Eine Woche später kam ein weiterer Blogbeitrag der IOTA Foundation. Der Blogbeitrag An Obvious Choice by DAGs over Blockchains. Auf dem IOTA-Blog diskutiert die Vorteile von Directed Acrylic Graphs, den DAGs, gegenüber traditionellen Blockchain-Technologien. Während Blockchains auf einem Proof of Work, einem POW-Mechanismus basieren, der hohe Gebühren und langsame Verarbeitung mit sich bringt, bieten DAGs Vorteile wie Parallele und Stream-Verarbeitung, das Wegfallen von Mittelsmännern und die Beteiligung aller Nutzer am Konsensprozess.
IOTA verwenden DAGs, um viele der Probleme, die Blockchains daran hindern, in großem Maßstab verwendet zu werden, zu vermeiden. DAGs erlauben es, dass neue Blöcke mehrere ältere Blöcke genehmigen können, ohne eine einzelne Kette bilden zu müssen. Dies ermöglicht unter anderem parallelen Verarbeitungen, wodurch die Verarbeitung und Validierung von Transaktionen zeitlich gleichmäßiger verteilt wird, sowie Streamverarbeitung, bei der die Validierungsprozesse kontinuierlich arbeitet und somit schneller Bestätigung erreicht. Das DAG-basierte Design folgt einem kollaborativen Ansatz, der individuellen Beiträge maximal nutzt, statt eines kompetitiven Ansatzes, bei dem alle Nutzer Energie aufwenden, aber nur ein Akteur belohnt wird. Die Wahl für eine DAG-Struktur ermöglicht es IOTA, seine Vision zu verwirklichen, die Gemeinschaft zu stärken, Nutzern Autonomie zu bieten und die Kapazität und Leistung für die Basis der zukünftigen digitalen Wirtschaft zu haben. Am 8.11. wurde zum ersten Mal die Bridge-Funktion auf IOTA-B veröffentlicht. Fortan kann man seine Shimmer und IOTA auf die EVM mit Leichtigkeit bridgen, aber auch Bitcoin oder Ethereum. Das Entwicklerteam von Build 5 hat ein Entwicklungsupdate für November 2023 veröffentlicht, der bedeutende Fortschritte in ihrer Web3-Plattform hervorhebt. Zu den Neuerungen gehören die Projekt-API für das Starten eigener Projekte, die Integration von IOTA SDK zur Unterstützung von Stardust im IOTA-Hauptnetz, eine separate Auction-API für vielseitige Auktionsmöglichkeiten und die Stamp-API, die die Speicherung von Prüfsummen im Tangle ermöglicht. Diese Updates sind Teil des Ziels von Build 5, eine weit verbreitete Web3-Plattform zu werden und sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen innovative Lösungen im IOTA-Netzwerk zu ermöglichen. Nakama veröffentlicht den zweiten Teil seiner Serie rund um Web3. Web3 revolutioniert die digitale Welt durch erhöhte Nutzerautonomie und Kontrolle über Daten im Vergleich zu Web2. Nakama adressiert Web3-spezifische Sicherheitsrisiken wie Smart Contract-Sicherheit, Flash-Darlehensangriffe und Oracle-Manipulation. Sie implementieren Sicherheitsstrategien wie Code-Audits und fortlaufende Schwachstellenbewertungen. Zukünftige Web3-Sicherheitsmaßnahmen beinhalten fortgeschrittene Konsensmechanismen und kryptografische Protokolle, um die Integrität und Privatsphäre von Transaktionen und Daten zu gewährleisten. Nach den ersten Tagen der Bridge hat IOTA MPC zu diesem Zweck eine kleine Statistik herausgebracht. Knapp 5 Millionen Dollar wurden schon auf der Shimmer EVM transferiert, nicht nur IOTA, sondern auch Bitcoin und Ethereum. Am 14.11.23 startet auch die Bloom Wallet Alpha für alle gängigen Betriebssysteme. Mittlerweile ist die Bloom Wallet aus dem Early Access draußen und kann im Web3-Bereich problemlos eingesetzt werden. Dazu haben sie ebenfalls einen Artikel geschrieben. Die Early Access Version von Bloom, einer umfangreichen Shimmer Wallet entwickelt von IOTA Foundation Alumni, ist jetzt verfügbar. Bloom kombiniert ein benutzerfreundliches Design mit hoher Sicherheit und unterstützt IOTA, Shimmer und Shiver EVM. Die Wallet bietet Funktionen wie das Senden von Shimmer und IRC-30 Token, das Anzeigen von NFTs und Entwicklertools. Zukünftige Updates beinhalten Dark Mode, ein Kontaktbuch, erweiterte EVM-Unterstützung und Wallet Connect für D-App-Interaktionen. Bloom ist als Fork von Firefly entstanden und setzt auf das IOTA SDK, Stronghold und Ledger Nano für die Handhabung privater Schlüssel. Die Early Access Version kann von der Bloom-Webseite oder GitHub für Mac, Windows und Linux heruntergeladen werden. Eine sehr traurige Nachricht erreicht uns ebenfalls am 14.11.2023. Richard Marc Soleil ist leider von uns gegangen. Er arbeitete in der OMG-Stiftung, er hat sich stark für IOTA eingesetzt. Einen Tag später startet Spice 5 ihr Early Access Programm. Wer schon immer eine DAO machen wollte, kann das nun auf Shimmer EVM machen. TellyXYZ fügt Shimmer EVM hinzu. Für kleine Projekte ist es sogar kostenlos. Christoph teilt ein kleines Update zum IECO Gaia X Projekt mit. Diese wollen mit Spice 5 kooperieren, um die Smart Contracts schneller abzuarbeiten. Das ist eine tolle Gelegenheit für Spice 5 als einen großen Kunden zu haben und natürlich auch für IOTA. GroupFi zeigt ihre Roadmap. Das Spannende, was uns erwartet, ist die Closed Alpha, die schon stattgefunden hat. Im ersten Quartal 2024 folgt dann die Beta auf Shimmer Level 1 mit der Tangle Pay Wallet und im ersten Halbjahr dann die EVM mit MetaMask und weitere Wallets. Bloom wird hier nicht explizit erwähnt. Schon von Sedimark gehört? Sedimark ist ein dezentraler Datenmarktplatz mit Fokus auf selbstverwalteter Identitäten, den SSIs.
Im Gegensatz zu zentralisierten Diensten haben sie die Marktnutzer die volle Kontrolle über ihre digitalen Identitäten und können Informationen sicher teilen. Sedimarkt nutzt ein benutzerdefiniertes SSI-Framework auf Basis von IOTA Tangle DLT, um die Privatsphäre zu schützen, um feinere Authentifizierungs- und Autorisierungskontrollen zu ermöglichen. Swarm Logistics Technology veröffentlicht ihre App My Transport One auf Android. Diese App ist für den Warentransport gedacht und soll als Logistik-App die Tourenplanung erleichtern. Swarm Logistics nutzt IOTA. Für iOS gibt es diese App nicht. Hat diese App jemand probiert und kann davon berichten? Wanderer hat ein neues Patent gefunden, und zwar von Siemens. Dieses Patent beschreibt Beispiele der Offenlegung, die sich auf Persistenzspeicherlösungen in Verbindung mit einem verteilten Ledger beziehen. So kann beispielsweise die Speicherung einer Blockchain auf der Kette und außerhalb der Kette in eine technologieunabhängige Weise erleichtert werden. IOTA wird dabei wie immer nicht als die Lösung beschrieben. Am 22.11. geht es weiter mit einem weiteren IOTA 2.0 Beitrag mit dem Titel Fair Tokenomics for All Token Holders. In diesem Artikel wird die Tokenomics von IOTA 2.0 erläutert und wie sie die Vision der digitalen Autonomie für alle unterstützt. Es wird beschrieben, wie Benutzer von Staking und Delegieren profitieren können und wie Mana als Belohnung für Validierung und Delegierung dient. Das Delegieren oder Validieren im IOTA-Netzwerk bietet Nutzern mehrere Vorteile. Sie erhalten zusätzliches Mana, das entweder für mehr Durchsatz genutzt oder verkauft werden kann. Dies fördert die Dezentralisierung und Sicherheit des Netzwerkes. Ein Mana-Rechner wird vorgestellt, der eine Vorstellung davon gibt, wie viel Mana Benutzer erwarten können. Am 23.11. durchbrach die Shimmer-EVM die 5 Millionen Dollar Grenze. IOTA Identity 1.0 hat ebenfalls am 23.11.2023 das Licht der Welt erblickt. Diese Version ermöglicht die Darstellung von Identitäten als Alias-Outputs auf Layer 1 und bietet verbesserte Möglichkeiten für die Verwaltung von Daten, Controllerrechten und erweiterten Funktionen. Durch diese Darstellung von Identitäten auf Layer 1 ergeben sich neue Interaktionsmöglichkeiten mit anderen Entitäten auf dieser Ebene. Dies umfasst die Steuerung von Identitäten durch andere Identitäten, die Authentifizierung von Transaktionen, die Ausgabe von NFTs und die Ausgabe von nativen Tokens. Es wurden auch Verbesserungen der Schlüsselspeicherung und bei der Domain-Verifizierung vorgenommen, einschließlich der Verwendung von JSON Web Tokens, den JWTs, für die Codierung von Berechtigungen. Virtue geht eine Partnerschaft mit HashX ein. HashX ist eine Firma, die sich um Sicherheitsaudits kümmert. Wusstet ihr, dass ihr bei Bloom Kontext anlegen könnt, um so das lästige Hin- und Herkopieren überbrücken zu können? Dieses Feature wurde mit einem Update hinzugefügt. Filancore gibt Einblicke in das Alfred-Projekt. Das Projekt hat sein Ende gefunden und es wird gehofft, dass es nun in die freie Wildbahn entlassen werden kann. Die Ether Group sowie Filancore GmbH nutzen IOTA. In Asien ist die Meth Wallet der Hit. Die Shimmer-EVM wird nun auch dort angeboten. Sieht zwar ein bisschen shady aus, aber das ist der Übersetzung geschuldet. Kowai hat Kontakte zu Meth Wallet und hat wohl den Ball ins Rollen gebracht. Last but not least kam eine gute Nachricht Ende November rein. In einer bedeutenden Entwicklung hat die IOTA Ecosystem DLT Foundation offiziell ihre Registrierung als erste Stiftung unter den DLT Foundations Regulations der Abu Dhabi Global Market ADGM bekannt gegeben. Dieser Schritt ebnet den Weg für die Integration von IOTA in den Finanzsektor im Nahen Osten und Nordafrika sowie weltweit. Die IOTA Ecosystem DLT Foundation wird mit mehr als 100 Millionen US-Dollar in IOTA-Token ausgestattet und plant, diese Mittel in den Ausbau des IOTA-Ökosystems und die Weiterentwicklung des IOTA-Protokolls zu investieren. Die Zusammenarbeit mit der ADGM, die ein fortschrittliches regulatorisches Umfeld bietet, soll institutionelle Investoren und Vermögenswerte in die digitale Welt führen. Dieser Schritt ist ein wichtiger Schritt für die Einführung von Kryptowährungen im Nahen Osten und unterstreicht das Engagement der IOTA Foundation für eine regulierte und integrierte digitale Zukunft. Diese Nachricht hat ebenfalls große Wellen bei den vielen Nachrichtenportalen gesorgt, darunter Nasdaq, Yahoo Finance, Daily Mail und Reuters. Das Ganze hat den IOTA-Preis um 40% in die Höhe katapultiert.
In einer gemeinsamen Initiative haben die Gold Standard, die IOTA Foundation und die Climate Check in Zusammenarbeit mit Google.org die Digitalisierung des Kohlenstoffmarkts vorangetrieben. Die Forschung wurde ebenfalls am 29.11. veröffentlicht und kann nun eingesehen werden. Das war's mit dieser Novemberfolge. Die Dezemberfolge sollte alsbald kommen. Bald geht es wieder mit regulären wöchentlichen, damit deutlich